Das Eczema herpeticatum ist ein ausgeprägter Hautausschlag mit dem Herpesvirus, häufig bei Menschen, die an einer Neurodermitis leiden. Und es entsteht dann im Verlauf am gesamten Körper ein ausgeprägter Ausschlag, wo kleine Bläschen sind. Diese sind herpetiform gruppiert, also das hat so eine bestimmte Anordnung auf gerötetem Grund. Das kommt zu Juckreiz, zu Schmerzen und es sind eben häufig Menschen mit einer Neurodermitis betroffen, weil die Haut sehr empfindlich ist und weil die Entzündung sich besser ausbreiten kann. Das Eczema herpeticatum kann für den Betroffenen sehr ausgeprägt verlaufen. Das bedeutet, man hat nicht nur Juckreiz, sondern auch ausgeprägte Schmerzen. Es kann auch mit Fieber einhergehen. Daher ist es sehr wichtig, dass unsere HautärztInnen sich das ganz genau anschauen. Und diagnostisch ist sowohl die Blickdiagnose wichtig. In einzelnen Fällen, wenn man sich unsicher ist, kann man einen Abstrich durchführen. Aber die Therapie ist gut möglich. Man behandelt es antiviral und lokal desinfizierend. Das verschreiben wir auch über die App. In unserem Arztbrief steht auch genau, worauf man achten sollte, damit das Ekzem sich wieder zurückbildet und man dann im besten Fall nach 10 bis 14 Tagen eigentlich von der Erkrankung befreit ist und dann auch hoffentlich nicht nochmal erneut eine Herpesinfektion bekommt.